Hallo, Freunde des Klemmbausteins. Hier willkommen bei Karlchen Klemmt. Ich bin der Lukas und da oben, wie man am Schildchen ganz gut lesen kann, ist das Karlchen, der Plüschwaran, und guckt zu. So, ihr seht schon, ich habe diesmal das Set schon im Bild vorbereitet. Wir machen Minecraft. Es ist tatsächlich, obwohl ich der Operativ vom Krieg, obwohl ich die Close Beta gespielt habe von Minecraft, damals anno 2010 ungefähr, und so 2010, 2011, so war das ja, früher in den Dark Ages, habe ich Minecraft gespielt und jetzt, irgendwann habe ich gedacht, ach komm, hast doch für Minecraft gespielt, holst mal ein bisschen Minecraft-Lego, warum denn nicht? Ist doch ganz lustig, ich habe gute Kritiken von anderen YouTubern geguckt und dachte, ach komm, probierst du es mal aus. Und hier ist es, ein Skelett-Spawn, wie man es auch aus dem Spiel kennt. Wir machen mal erstmal die Fakten. Also ich lusche mal auf meinen Spickzettel. Das ist die 21189, das Skelettverlies, auf Englisch heißt glaube ich das Skelett-Dungeon oder irgendwie sowas, von 2022. Es ist im August erschienen, also noch nagelneu. Es ist ab 8 Jahren empfohlen, laut Lego. Es hat 384 tolle Teile. Vier Figuren sind da. Ihr seht 1, 2, 3. Aber vielleicht finden wir noch eine vierte. Vielleicht finden wir noch eine vierte Figur. Und es kostet 30 Euro Listenpreis, also UVP. Natürlich, wenn ihr auf Amazon guckt, also ich verlinke es euch zu Amazon, dann findet ihr es günstiger, definitiv. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Ja, 20, 22? So üsem Trierum. Also, dass ihr mal einen Wert habt. Genau, und wie ihr die Videos kennt, wir machen erstmal die empirisch wichtigen Fakten. Wir machen erstmal die Box und dann die Maße. Also Box, Standardformat, das ist relativ quadratisch. Ich spiele euch zu Tode mit Abenteuern, die ich euch jetzt schnell wieder verdecke. Und Figuren mache ich gleich. Nach dem Maßen kommen die Figuren. Maße ist einigermaßen quadratisch. Mal gucken. So. 18 mal ja 16 ungefähr, und hier bei diesem Rosenbusch, keine Ahnung, 15. Also also 15 mal 16 mal 17, eigentlich so ein bisschen würfelförmig, passt zu Minecraft auf jeden Fall. Dann, was sagt denn unsere Waage? Sollen wir sauber machen. So, richtige Einheit eingestellt. 328 Gramm. Für diejenigen, die immer bei den Maßen einschlafen, kein Problem. Ich packe es immer in die Videobeschreibung, in die so mehr Aufwand geht als in das selbst. Wie machen wir so eine Dramaturgie? Ich glaube, ich zeige euch erstmal so die Funktionen. Tatsächlich, dieses Vieh für 30 Euro hat mehr Funktionen als viele Lego Technik Sets aktuelle. Das ist schon mal bitter. Das ist immer eine bittere Pille. So. Das habe ich schon mal vergessen. Ich zeige euch mal. Also, wir haben hier den. Muss ich ja luschern. Also, ich kann jetzt schon mal spoilern. Es sind drei Skelette in dem Set. Und dann haben wir hier diesen gelben Horst. Der Cave Explorer. Und dann steht hier ganz schlau Skeleton und dann Skeleton mal 2. Die hätten da nicht irgendwas Raffinierteres aufgeschrieben, die haben einfach einmal Skeleton und einmal Skeleton aufgeschrieben. Das ist Lego. Also, wir müssen das so ein bisschen thematisch einordnen für allejenigen, die noch nicht Minecraft gespielt haben. Und ich glaube, von meinen Zuschauern sind es einige, weil es sind ja auch ein paar ältere Silvester dabei, die wissen vielleicht gar nicht, was Minecraft überhaupt ist. Also Minecraft ist ein Open-World-Sandbox-Spiel, wo man, also der Name sagt ja Minecraft. Das geht von Mine, also Mining, also Abbau von Steinen, Erzen, Gold, Eisen, und Craft, also Crafting. Das heißt, man geht rum, man startet mit nichts. Man startet nur mit seinen Fäusten. Geht da rum, haut auf Bäume ein,
Dann gehen die Bäume kaputt, hat man Holz, dann kann man in sein Crafting-Menü gehen und kann so vier Blöcke Holz stapeln, da hat man eine Werkbank. Da kann man die Werkbank irgendwo in der Welt platzieren und dann kann man halt anfangen zu craften. Als erstes mal irgendwie Werkzeug, also eine Holzspitzhacke und irgendwie eine Holzaxt, damit das Fällen der Bäume, damit ich mal so dumme gegen die Bäume hauen, so bam, weil irgendwann gehen auch die Knöchel kaputt. Dann haut man mit seiner Axt und seiner Hacke und dann baut man Stein ab und dann craftet man sich neue Sachen, dann craftet man sich eine Eisenspitzhacke und eine Eisenaxt, damit das noch schneller abgeht, damit das Erzabbau noch schneller geht und dann immer weiter, baut man sich sein Häuschen irgendwo und dann muss man, es gibt ja einen Tag-Nacht-Wechsel, nachts kommen die Monster raus, die bösen Skelette, mit denen muss man sich auf Glocke hauen, erst so mit seinen Fäusten, kann man sich die ersten Schwerter craften. Natürlich, die Holzklasse ist immer das Schlechteste. Danach kommt Stein, danach kommt Eisen, man kann sich auch Goldsachen schmieden, aber das ist sinnlos. Diamanten ist am besten. Aber Diamanten gibt es nur ganz, ganz tief unten in der Erde, wo die ganzen furchtbaren Monster hausen. So, für allejenigen, die jetzt denken, ich habe einen an der Klatsche. Das ist von der Wahrheit nicht ganz so weit entfernt, aber das ist so ungefähr Minecraft in a nutshell. Und hier ist auch ganz realistisch, hier der Cave Explorer, wir nennen ihn einfach mal Horst. Horst ist hier oben in dem Sandbiom und dann ist hier dieses, also es gibt halt Biome, sind also, gewissermaßen Klimazone. Also ein Biom ist dann halt, wo ganz viel Grasland mit Bäumen ist. Da gibt es halt ein Biom, wo eher so Wüste ist. Da gibt es ein Biom, wo ganz viel Berge sind und so weiter. Dann gibt es gibt es Urwald und irgendwie Sümpfe und hast du nicht gesehen. Ah, genau, da gibt es noch die Zwischenwelt, wie den Nether oder den Nether, wo man ganz viele Monster bekämpfen kann und noch mehr Ressourcen beschaffen kann, die irgendwie ganz geil sind für seine Bauten. Man will ja bauen, man will ja bauen, man will ja den größten Palast von allen bauen. Und dann geht man auf YouTube und sagt, und guckt, oder auf Google, guckt sich Sachen an von Leuten, ach, eigentlich dieses kleine Hütchen, was man gebaut hat, das ist doch nicht so beeindruckend, wie man eigentlich dachte. Weil es gibt auch Leute wie mich, wenn ich Minecraft spiele, ich mache das so, ich suche mir einen großen Berg, setze oben so ein kleines hässliches Hütchen drauf und dann grabe ich mich bis zum Erdkern quasi dieser Welt und baue so mein Stollensystem, so riesengroße Stollen in alle Ewigkeit. Weil das ist so, wie ich mache Minecraft spielen, so, mich interessiert nicht der Enderdrache und die ganzen Monster und die ganzen Sachen, die man erleben kann. Nein, ich mache Tagebau und höre dabei Hörspiele oder Hörbücher. Mach ich. So spiele ich Minecraft oder gucke nebenbei. Das letzte Mal habe ich im Untergrund irgendwie so meine Untergrundfarm, mein Untergrundwald angelegt und nebenbei irgendwie, was war das, Lucifer geguckt, was man halt so macht um 3 Uhr morgens an einem Freitag. Was soll man sonst machen? So, zurück zum Set. Wir haben hier Horst. Horst wackelt von einem Biom ins Waldbiom. Und hier sind zum Beispiel auch diese Rosenbüsche, die kann man dann, da kann er mit der Spitzhacke raufhauen. Da gehen die buff und dann lassen die so Blüten fallen. Und mit diesen Blüten kann man dann zum Beispiel Wolle einfärben oder andere Spielereien machen. Dann haut er hier auch noch rauf. Und dann hat er gesehen, oh, guck mal, hier ist eine Fackel, hier muss was sein. Da geht er den Fackelweg entlang. Und hier sind, ich weiß nicht, was da sein soll, das sind so Pflanzengedönsgeraffel, wo man, ich denke, man kann die so raufspringen, boing, und dann macht er boing, und dann macht er boing, und dann sieht er, oh mein Gott, hier ist ein Wasserfall und hier ist eine Höhle. Und Gott sei Dank hat er eine Armbrust, die auch hier schön pixelig ist. Seht ihr das? Schön pixelig und dann macht er bang und dann haut das erste Skelett ist dann sofort tot. Also das zweite Skelett geht dann in den Wachmodus und hüpft hier so rum und hüpft hier so rum. Aber man nutzt geschickt auch die Deckung aus, Moment, tanzt hier so rum und dann macht man bang und dann ist das Skelett irritiert und läuft hier hin und dann geht man so hin und macht nochmal bang und dann ist das auch tot. Und dann ist hier eine Kiste und Kiste mit Loot. Aber Achtung, aufgepasst! Zack! Die Wand dreht sich, der Spawn wird aktiviert. Das ist der Spawn dieser Käfig hier. Den mache ich mal kurz hier weg zum Spielen.
Und ach du Scheiße. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ein Skelett mit Diamantrüstung und Diamantbogen. Das geht gar nicht. Das Skelett kommt, es schießt. Wir sind getroffen. Ah, es schießt nochmal. Ah, dann, aber dann haben wir die Oberhand. Wir schießen. Bam, bam, bam. Und es ist tot. Und wir haben den Dungeon besiegt. Ich stelle mal wieder die scheiß Kiste wieder hin. Und wir können die Kiste mitnehmen. In der Kiste ist unser Preis drin. Das ist hier einfach so eine Kiste. Und was ist drin? Ein Knochen. Warte mal, muss kurz hier aufstehen. Hier, ein wertvolles Brot. Weil das nutzen wir jetzt. Das Horst frisst, isst das Brot. Ja, und generiert seine Lebensenergie zurück, die er verloren hat im Kampf gegen die Skelette, gegen die bösen Skelette. Er findet einen Knochen. Skelette verlieren immer Knochen. Das kann man auch nutzen, das kann man zu Knochenmehl machen und dann. Ich will mir überlegen, welches Rezept braucht man für Knochenmehl? Was kann man damit? Man kann irgendwas mit irgendwas einfärben oder irgendwas macht man mit Knochen, ich weiß nicht mehr was. Und dann hat man hier der einzige Print im Set. Ich weiß nicht, was da das ist. Das sieht irgendwie aus wie eine. Ist das eine Enderperle? Ich weiß nicht, oder eine. Das ist irgendwie, das ist so was Grünes und mit Grün in der Mitte und. Ich dachte, das wäre eine Schallplatte, aber wie Schallplatten in einem Dungeon. Also als Kontext nochmal für die, die nicht wissen, was Minecraft ist. In Minecraft gibt es Spawnpunkte, das ist hier dieser Käfig, für in diesem Falle Skelette. Das heißt, das ist nochmal hier eine Funktion, die ich zeigen kann. Das ist hier. Ja, das ist so ein Fieder. Seht ihr das? Oder wenn ich hier drehe, dann dreht sich das Vieh. Und wenn ich. Also, das habe ich gemacht, um euch zu zeigen. Weil hier ist noch so ein Drehknopf und da kann man hier drehen und dann dreht sich dieses Miniaturskelett. Und weil das ist halt realistisch, weil in diesen Räumen, das waren so Räume, wie groß waren die? 5 bis 6 Blöcke im im Kubik. Also im Quadrat, ja, in Würfelform. Und in der Mitte war war dieser Käfig, wo das Skelett. Rumgehüpft ist und dann war irgendwo in der Kiste, wo welcher Scheiß drin war, und ab und zu ist ein Skelett gespawnt. Die schlauen Leute machen das so: die bauen da einfach eine Falle rum und ernten einfach diese Skelette, weil die droppen ja nicht nur diese sinnlosen Knochen, die droppen auch Pfeile und Erfahrungspunkte. Das heißt, man kann da immer stehen und dann baut man zum Beispiel so, wo Wasser ist und dann stehen die da und können nichts machen und man haut immer drauf und die sterben und man sammelt den Loot ein und so weiter und wird erfahren. Also ich glaube, keiner hat jetzt verstanden, was ich gemeint habe. Aber diejenigen, die Minecraft kennen, also die so in meinem Alter ungefähr, also die ganz jungen, die wissen noch ungefähr, was das ist. Der Rest denkt, was für Drogen hat der jetzt wieder genommen? Ich kann sagen, es war Koffein, es war eine Kanne Earl Grey. Okay, und ein bisschen Zucker auf Schock. Also ungefähr halbe Packung Duplo. Das auch noch. Also mehr brauche ich nicht, um komisch zu werden. Aber mir macht es halt Spaß. Mir macht Spaß. So, also wir haben hier diese Kurbelfunktion. Dann haben wir hier die Drehtür. Da kann man hier den Pömpel draufsetzen. Hier diesen, das Boss-Skelett. Muss nur festsitzen. Und dann kann er hier so wie, 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 wie. Dann kann man diesen Spawn nachspielen. Und dann sind hier zwei Honks, die den Spawn bewachen, aber sowieso sterben. Und ich habe noch ein wichtiges Feature übersehen. Hier ist ja so eine Stalagmitenhöhle. Und dann setzen wir einen dieser Deppen hin. Machen hier nochmal ein Spielfeature. Ich muss das euch mal ein bisschen näher zeigen. Hier mal das letzte Spiel. Achtet mal auf die Blöcke hier oben. Achtung, Achtung! Falle! Irgendwelche Felsen brechen runter auf den Honk und der ist tot und man erntet ihn ab. Und was man halt so macht mit NPCs in Videospielen: Man verarscht sie und klaut ihren Loot. So, und das haben wir jetzt. Wo wir alles gezeigt haben, können wir nochmal kurz die Figuren zeigen. Ich muss sie nur hier auf meine Präsentierplatte heften. Wir haben das pinke Skelett. Das soll.
Ich habe es noch nicht mehr Diamant, das ist irgendwas anderes. Ich zeige euch mal kurz die Figuren. Horst hat keinen Beinprint, das ist sehr schade, auch keinen Armprint. Das ist, er ist gelb und hat ein, ist ein Blockhead. Also hier das Chefskelett, der normale Horst, der normale Honk und dann daneben in gelb Horst. Mit Spitzhacke, blockig und hier mit der Armbrust und die ganzen Waffen sind so ein bisschen blockig. Also, also Minecraft ist halt. Ist ein 8-Bit? 8-Bit oder 16-Bit? 8-Bit-Grafik. Ist alles blockig und alles so reduziert im Design. Ist aber ganz putzig. Er hat ja diesen Stil auch markant gemacht. Und ganz viele Klone. Also, er hat auf jeden Fall hier so eine Enderperle, heißen die, glaube ich. Oder ich muss mal nachgucken in der Wiki. Ich weiß das jetzt. Ich habe jetzt ganz schlecht vorbereitet. Ich dachte, das wäre Schallplatte. So, dann haben wir hier unsere beiden Rosenbüsche. Die packe ich mal wieder ran. Hier, Achtung. Nicht vergessen, Spielfeature. Zack. Spielfeature. Ist doch lustig. Erstaunlich. Also dafür, dass es ein Minecraft-Set ist, erstaunlich viel Technik verbaut. Und dann, ich zeige es euch mal nochmal rum. Guckt euch mal an, wie viele normale Bricks verbaut sind. Da sind, oder hier zum Beispiel auch da unten. Guckt mal. Normale große Steine. In welchem Set findet ihr heute noch normale 2x4, 2x2, 2x6 Steine? Nirgends. In Minecraft. Minecraft ist die letzte Bastion von richtig tollem, gutem Lego. So. Und was haben wir noch? Box haben wir. Hier ist noch die Anleitung. In weiß mit hier diesem. Unten diesem Ladebalken, wo Horst weiterläuft und dir zeigt, wie viel du von der Anleitung schon geschafft hast. In weiß gehalten, finde ich ganz positiv mit der Animationsgrafik drauf. Aber ihr kennt Lego-Anleitung, ist auch also nicht spektakulär kompliziert. Ihr kennt Lego. Und ja, wir haben es. Wir haben es. Wir haben ein putziges kleines Minecraft-Set. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob euch das Spaß gemacht hat, ob ihr gerne noch mehr Minecraft sehen wollt, weil ich werde mir definitiv mehr Minecraft holen. Und dann habt ihr mehr, also die kleineren Sets. Dann kann ich die Alteingesessenen noch mehr in Verwirrung stürzen mit, was redet der Typ, was kann der Typ nicht seine normalen Medikamente nehmen? Was ist denn Minecraft? Was ist denn ein PC-Spiel? Was ist denn, das geht ja gar nicht. So, also. Habt einen schönen Sonntag. Diesmal wieder morgen. Also das Morgenvideo, nicht wieder das Abendvideo. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Und habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.